Ja, willkommen zu Part 2. Wir konnten den Fehler leider nicht finden. Ja, doch, Bewunder, nur halb so oft im Weg stehen würde, hätte ich ihn schon gesehen. Ich glaube, hier ist das nicht. Scheiße, ich halt eine Achtung überhaupt. Vorne, bin ich halt voll. Dann kann ich mir hier irgendwie in einem Beispiel eine halbe Tür anziehen. Naja, ich bin gerade gar nicht dabei, irgendwie auszubieten. Kann ich so gerade. Ich bin durchgeworden. Irgendwie. Ich überleg, mach mal da. Ja, normalerweise sind doch welche, die passieren. Nein, die Papier haben wollen. Das erinnert mich an unsere Welt. Anna, das kannst du auch nicht vergleichen. Ja, aber ja, klar, aber die... Ja. Ja, es ist die Folge 1. Wir wissen es bitte nicht. Folge 2. Folge 2. Ich habe immer noch die Aufmerksamkeit. Weißt du, ansprechen soll? Ja. Vor allem, wenn du die Themen nicht sehen kannst, die ich schon ansprechen will. Aber mit Themen nicht vorbereitet habe. Ich habe auch schon ein Thema vorbereitet gehabt, aber das passt irgendwie nicht dazu. Ja, das ist ja egal. Also, ich spreche auch nicht mit dem Thema. Ja. Also, ich habe jetzt Zeit vor. Deswegen denke ich heute hier einfach, dass ich danke für die Dauer des Verweises. Ansprüche, Europa League, vielleicht auch, Weltmeisterschaft, ich will es euch ansprechen. Gut, ich sage, ich bin mit einem Schnitzel, ja, das gewinnt. Spinne oder Schnitzel? Na, du kleine Schnitzel. Der böse Creeper hat mich in die Luft gesprengt! Wäschke, ich weiß nicht, ob der mich aufgefallen ist. Ich habe heute schon mal erzählt, und zwar. Ich weiß nicht, wie das wieder zum Thema ist mir aufgefallen. Oder beziehungsweise, ich habe es vorher erzählt, den ich mit einer Pflasterstein oder Koppelstutsch oder jetzt, Griechener Stein oder irgendwie sowas ähnliches. Das ist mir das gut. Mit dem neuen Update oder ist das eigentlich egal? Ich persönlich. Ja, okay, Pflasterstein, Griechnerstein, so ähnlich. Das heißt, ich jetzt mir genau. Ja, gebrochener Stein oder irgendwie sowas. Ja, ich suche gerade dort, wo ich in die Luft gesprengt wurde. Das ist mir eigentlich schon egal. Experience! Kann nämlich, wenn man eine bestimmte Taste drückt, kann man sich direkt anziehen.
Da ist man nicht mehr da. Ja, aber weg vom Thema. Play sollte jugendfrei werden. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem guten Wort jugendfrei. Und da werden wir wiedergeben. Mensch, warum liegen hier so viele Sachen? Ihr habt da gesehen, ich weiß nicht. Ich weiß nur bei was an. Ich weiß nur an irgendeinem. Und nicht überall. Hat morgen eigentlich. Eigentlich, wie jedes Wochenende, mit dem Fall zu tun, ist in dem Prinzip da. Eigentlich, den ganzen Tag, wenn ich den ganzen Tag bis Mittag im Bett. Eine Literkappe! Eine Literkappe! Ja, okay. Von daher kann er es eigentlich ruhig sein, dass er vorhat, aufzunehmen mit dir oder nicht. Genau. Ja, Karin. Darf ich in mein Let's Play ja nicht da? Ich glaube gar nicht. Na, ich glaube, ich will nicht schade. Ach so, den wollte man ja noch ansprechen. Bitte. Ja, hallo Michael, bitte. Ich bin da. Ja, kurz, ich guck rüber. Ja, noch nicht. Wo ist denn der Bock? Ja, gut, Bock. Da wo ist der Erde? Ach ja, Wo da hinten mein Bahnhof liegt? Ja, ja. Hab vergessen. Ja, muss ich nochmal. Mich nochmal meinen letzten Jahr gucken. Wer da noch genauer angesprochen? Mit Postleitzahl. Ja, deine Postleitzahl ist 09117 kennen. Und mehr verrate ich nicht. Ich bin nicht angezeigt. Ja, wir haben sogar schon eine Gehirnkarte. Wir sind übelst gut gerade. Wir haben zwar noch kein Haus, aber wir haben schon ein bisschen Zeug. Naja, wir werden bald weiterziehen. Also, ich hab hier, wenn ich mein Let's Play schon mal genauer angesprochen habe, da hat es damals übelst viel genannt, da hatten wir gerade mal so die untere Leiste voll im Inventory und ja. Ich hab mehr als nur noch mal. Naja, so in etwa wie du jetzt hast, so. Na, da ist schon, so eine Stunde oder so, die jetzt mit übelst viel Zeug ist, damit du dich nicht gar nicht aufgeht. Weil, du kannst ja in der Viertelstunde, das willst du dann an Erde schaffen. Weil ich dann schaufel. Naja, du musst da noch berechnen. Ich hab hier nicht wirklich zum Abbauen. Ich kann Sand abbauen, ich kann Schüsse abbauen, ich kann. Zeug ernten, aber mehr kann ich nicht. Kaffee. Nice, ein paar Kaffee. Ich werde an deiner Stelle mal als Gebiet rausgehen. Ja, aber die Stelle markieren, wo ich das Dorf ist. Dann werde ich wieder mein Dorf aufbauen, aber ich werde den Scheiß nicht bauen. Aber, trotzdem möglich. Ich will. Irgendwo voll zu. Weil ich mir aufgefallen ist, ich rede wieder mehr als der Lukas, weil ich jetzt immer letztlich schon 3 Wochen vielleicht. Und ja, da habe ich mein Bücher reden angegeben. Auf dem Niveau. Ich bin klug. Jetzt bin ich ja eigentlich immer ein extrem ruhiger Typ. Da rede ich. Alter, Mann! Oder ich bin wie vorne, rede ich eigentlich. So ruhig. Also anbrüllen kann er mich auch nicht, so ist er nicht wirklich ruhig. Teilweise kann er mich auch anbrüllen. Ja.
Da ist nämlich manchmal ganz, ganz böse zu mir. Ich kann. Wir haben ja auch richtig tolle Fletcher. Wir haben Bücher, Werkbar. Ich sammle ja, ich mache auch mal letzte Zeit, bevor ich abreise. Ja, da zum Beispiel das Dorfproblem. Da habe ich leider keine Tipps mehr. Ich nehme dann auch irgendwo aus irgendeinem Dorfhaus noch ein kleines Zimmer, da ist es noch nicht. Wann ich offen bin. Ja, ich würde denken, wir beenden jetzt noch kurz die Aufnahme für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und